Und damit willkommen zurück, denke ich, hoffe ich, läuft fast. Jups. Gut, dann geht's weiter. Gleich hier, gleich jetzt. Er denkt zwar, dass dort keine Truppen stehen, aber haha, falsch gedacht. Die Elben sind gekommen, um Minas Tirith zu verteidigen. Warte, so war das gar nicht. Tja, jetzt schon. Ganz einfach. Plötzlich. Es wird dunkel. Ich sollte das Licht anmachen, sonst seht ihr gleich mein Gesicht nicht mehr. Ja, so ist es. Wer braucht einen Baumeister? Wir haben viel zu tun. Ich weiß, was wir brauchen. Aber gut. Ah, gibt nur eins. Dann müssen wir doppelt ausbilden. Knapp. Macht nichts. Wird schon passen. Ja, das ging schnell, ne? Das Gebäude ist bereit. Wo sollen wir bauen? Los, an die Arbeit! Aber die kriegen ordentlich Pfeile in den Kopf geschossen. Und dann ist auch gut. Okay. Ich darf natürlich nicht rumhampeln, ne? Das versteht sich von selbst, aber ein bisschen Zeit beim Aufbauen kann ich mir durchaus lassen. So gefährlich ist jetzt eine KI nicht gegen eine Festung. Also da, ne. Keine Chance. Da kann ich wirklich machen, wie ich lustig bin. Kann man sich mal die Festung ein bisschen genauer anschauen. Hat der hier die Blüte dran? Ich glaube, die fehlt hier. Das Gebäude hier ja. Ist an die Arbeit, ja. Männer. Ich weiß, was wir brauchen. Seht eure Waffen, Elben. Oh nein! Hilfe! Schockschwere Not! Oh! Feinde! Ja, hier geht halt nichts mehr. Achso. Hier geht doch noch was. Ich habe mich schon gewundert hier. Piu, 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 piu. Und alles stirbt. Wegen meinem ganzen Piu-Piu-Krams. Hier wären wir fertig. Wer braucht einen Baumeister? Das ist sehr gut, dann geht's hier weiter. Ich mag es einmal, wenn man auch so ein paar friedlichere Missionen hat, wo ich jetzt nicht so mega krass wow machen muss, sondern mal ein bisschen gechillter an die Sache rangehen kann. Das ist schon ganz nice. Ja, aber der macht halt nichts. Was will er da machen? Es ist so interessant wie Brokkoli hier. Nicht sehr, ne? Oder Staub. Auch nicht so interessant. Wir müssen die Wälder schützen. Finde ich zumindest. Lass sie nicht durch. Bleib wachsam, Elf. Das ist schon spannender hier. Aber ich habe auch einen Konter. Aber das ist ein ziemlich guter Konter. Das ist der Kriegshorn-Konter. Wie, das geht hier nicht? Mach mal. Versucht sich hier durch zu phrasen, wird aber nicht shavesen, ne? Und dann, er ist eh tot. Ich meine, 2, 3, 4. Sobald das Erdbeben fertig ist, wird Folgendes passieren. Ich mache einen auf Hadouken und dann renne ich raus und dann kommt das Erdbeben und dann stirbt alles. Das ist der Plan. Das Gebäude ist bereit. Ne? Und dann hat sich das erledigt. So. Abgewehrt. Easy.
Ach, der gute Elrond versucht hier im Alleingang mit dem Schwert. Guckt euch an, was für Moves der gegen das Tor drauf hat. Ha, hu, ha, tschuk, nja, ein richtiger Held. Das habe ich mir ja auch nie so angeschaut. Ich meine, das ist nur gespiegelt, klar, aber... ist schon ziemlich cool gemacht, ne? Hier, der weiße Baum und alles, ist schon ziemlich cool. Sieht man halt sonst nicht. Also man hat halt sonst echt selten die Zeit, Lust, Muße, wie auch immer, sich den ganzen Kram anzutun. Das Gebäude ist fertig. So. Wir müssen hier ein bisschen was getötet. Ist nicht schlecht. Eine Falle, Männer, das Land zurück. Wir müssen die Wälder schützen. Ja, dann geht's halt runter. Also wenn ihr da gar nichts seht, dann geht's runter. Weil abknallen lassen braucht's euch jetzt auch nicht, ne? So. Badum. Türmchen. Habe ich nicht noch irgendwo anders einen Baumeister? Ich dachte, den wäre so. Oder ist mir einer gestorben? Ich glaube, ich baue lieber nochmal einen Baumeister. Ja, weil ich sehe nur dieses eine Gebäude am Bauen und der Rest ist irgendwie... Nee. Und das gefällt mir nicht. Oh! Das Gebäude ist bereit! Der Feind ist unter uns, Männer! Sie greifen schon wieder an! Männer! Rohan! So. Ich sagte, ich wollte warten, aber Schüssel mal Dissel interessiert doch eh keinen, ne? Von dem her, Gradoom Lord. Und dann GG des Todes, auf Wiedersehen, Nori. Ganz easy. Und wenn ihr nichts verstanden habt, dann seid ihr einfach schon zu alt für meinen Kanal. Nee, Spaß. Will ja hier keine möglichen Abonnenten und Zuschauer verschrecken, indem sie meinen nubischen 2002er Slang nicht checken. Yo. Ne? Muss ja nicht sein. Aber ich wüsste nicht, wie er das hier noch retten will, der gute Homie. So, den wegschisseln und dann hier Erdbeben drauf bisseln und dann ist eh alles tot. Das hat er gerade eben erst gesagt. Er glaubt, er ist verloren. Wir haben Mary verloren. Die Leute reden immer so komisch. Furchtbar. So, nichts behalten. Kein Stress, weil ich nichts in Wirklichkeit ausgebildet habe. Die Elben sind eine Phantomarmee, die kann ich nicht mit auf die Karte nehmen. So, das ist Instant GG. Ich weiß nicht, wie ich das deffen sollte. Probieren wir das trotzdem kurz. Auch wenn es total utopisch ist. Aber ich baue einfach mal Kasernen und Schießstand. Ja. Werkzeug bereit. Kaserne, Schießstand. Und dann hole ich mir zack, 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 zack. Pass. Und natürlich machen wir das Türchen zu. Die Eowyn hilft mir mit viel. Das weiß ich jetzt schon. Das Gehöft wird zerstört werden. Wie bedauerlich. Und über all dem steht der Tod. Endlose Tod des Todes. Und er stirbt und stirbt und stirbt. Und wenn er nicht gestorben ist, stirbt er heute immer noch. So ist die Geschichte. So. Tröllchen ist ein Knöllchen. Voller Steinchen. Aber wie gesagt, wir probieren es. Ne? Einfach probieren. Vielleicht kann ich es ja irgendwie deffen, auch wenn das unglaublich unmöglich erscheint. Aber hey, probieren kann man es ja mal. Wenn ich Zeit gehabt hätte und klug gewesen wäre, hätte ich noch eine Statue hingebaut. Kann ich ja noch versuchen. Na, kann man ja mal probieren. So. Mal sehen, ob sie die Stellung halten können. Sieht gerade nicht so aus. Der Feind ist unter uns.
Aber ich probiere es einfach mal. Und ich glaube, das war's. 7. Sieht schlecht aus. Naja. Ich würde sagen, das ist eine knappe Geschichte. Beinahe verteidigt. Boah. Fast. Wenn ich alle Fähigkeiten am Anfang gehabt hätte, hätte man das deffen können. So ist es aber ein bisschen schwieriger. Ja, da kann ich rausgehen. Das ist witzlos. Ob man das wirklich hätte irgendwie deffen können? Ich glaub's fast nicht. Nein. Ist nicht so wild. Das wird wichtig. Helms Klamm hole ich mir noch. Isengard ist eh eine der nutzlosesten Festungen überhaupt. Aber Helms Klamm ist wichtig und Helms Klamm werde ich verteidigen. Ich werde erst aus Helms Klamm rausgehen mit Aragorn, wenn ich dort genug Waldläufer habe zum Verteidigen. So um die 6 Stück ausgerüstet, dann wird verteidigt. Also dann wird rausgemoved aus der Castle, aus der Fortress. Wir müssen uns ja, okay. Sammelt eure ganze Stärke. Verteidiger des Weißen Baumes. Macht euch bereit. Pfeile bereit machen. Bleibt in Deckung. Bogenschützen. So. Das Gebäude hier, wir haben fertig. Schön da rein und dann. Hui! Und tschüss. Männer des Westens. Männer des Westens. Kämpft. Das Gebäude ist fertig. For glory. Hier! Es gibt im Stufe 5, Stufe 4, 3 und so. Wir sind kräftig dabei. So. Das Tor wird schnell zerstört. Ist ja logisch. Komm schon! Ha! Huh! Greift es an! Er macht es auf. Danke, danke, danke. Schön rein da. Was ein Idiot. Aber das soll mir recht sein, kann man machen. So. Aufsplitten. Schön ins GG rein, Jolon, und dann auf Wiedersehen, ne? Und hier baue ich halt einfach nur random irgendwelche Gehöfte, weil es lustig ist. Fertig. Ich werde euch bis zum Ende begleiten. Das ist schön. Ah. Easy. Diese Schlacht ist einfach. Ja, Freeven halt, ne? Keine Truppen, macht Tor auf, ist dämlich. Keine 3 Minuten und Helms Klamm gehört mir. Und die Uruk haben da ewig gebraucht und nichts geschafft. Ich glaube sogar 50 Minuten Filmzeit, in denen sie nichts geschafft haben. So, behalten darf ich alles. Phase beenden. Wir haben ein Land verloren. Vernichtet. Oh yeah. Wie? Das war gar nicht geplant. Ich hab nicht mal mehr geplant. Die Urukai sind weg. Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ich hab nicht mal mehr geplant. Ich hab gerade einfach nur random irgendwo angegriffen. Ja, lustig. Ja, okay. Von mir aus. So kann man es natürlich auch machen, ne? Ey, was ein Schwachsinn. Na gut, dann weiter geht's. Also ich werde jetzt hier einfach nur Schlachten schlagen und versuchen, die irgendwie zu gewinnen und gut ist und fertig und blablabla. Weil der Rest interessiert nicht wirklich. Also das ist...
ziemlich uninteressant. Drogoth, Horden, Spinnen. Gandalf kann nach vorne. Oh. Ah. Okay. Ah ja. Mhm. Bedauerlich. Na gut, dann, Ein Land könnte ich mir aber schnappen von ihm. Und dann wieder zurückhampeln. Das müsste safe gehen. Blöd, unkritisch, blöd. Dafür kriege ich das, dafür kriege ich das, dafür kriege ich das, danach zurück. Okay. Hier, easy. Easy. Ah, Fangorn. Nee, doofe Map. Nee, nicht so coole Map. Dol Guldur muss ich mir noch holen und einen ganzen anderen Bums da hinten, wo ich die Zwerg einst vernichtet habe. Wer braucht einen Baumeister? Wir haben viel aber es hilft ja nichts. So. Genau. Dann die Arbeit. Unser Volk muss überleben. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Laden schnell! Feuer frei! Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Das ist der Ring. Vor, holt ihn euch. Das Gebäude hier. So, ich nehme den Ring und schmeiße den Gegner mitten in die Fresse und sag, haha, du bist. Und dann renne ich wieder weg. Ja. Oder ich renne hier mitten rein, sag, haha, du bist. Und gib ihm mitten auf die Fresse. Ich weiß es noch nicht. Ich werde ihm auf jeden Fall ordentlich den Marsch blasen, das wird ihm nicht gefallen. Weil Märsche sind anstrengend. Ärsche sowieso. Und man kann Marsch nicht ohne A schreiben, das geht einfach nicht. Von dem her. Ja. Mein Marsch wird ihm ordentlich den Arsch versohlen. Und dann ist er tot. Na, also, das ist klar. Das überlebt er nicht. Was? Oh, 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 so könnte ich das noch verlieren. Okay. Wir dürfen nicht versagen. Sie kommen die Gewalt des Baumes. Schieß, schieß, Blute, Gondos. Kritisch, kritisch, kritisch. Das Gebäude ist bereit. Kritisch. Lasst sie kommen. Ja, lasst sie kommen. Schöner Rat. Elende Kreaturen. Nun schlägt unsere Stunde. Wir bieten ihnen die Stärke. Mehr Munition! Aha! Und Feind vernichtet. Ende. GG. Und ich konnte ein bisschen meine Helden leveln. Auch immer nice. Puh. Darf ich behalten? Passt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich mal sagen, oder? Also, doch. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.